Heute spricht Erzengel Michael zu dir. Und so begrüße ich dich voller Liebe und Licht mit den Wellen der vollkommenen Liebe von Smarana. Erzengel Michael betritt diesen Raum voller Freude, denn Erzengel Michael weiß, dass er dir heute zu Diensten sein wird. Im Laufe eines Lebens bekommt der Geist eines Menschen sehr viele Eindrücke. Und so ist es gut und richtig, dass du, lieber Mensch, heute deinen Geist reinigen möchtest. Denn ich lade dich ein, dir behilflich zu sein, deinen Geist vollkommen zu reinigen. Dies wird so weit möglich sein, wie du es zulässt, denn es bist immer du, der die Kontrolle und den freien Willen trägt. Und um den größtmöglichen Effekt zu erreichen, bitte ich dich, jetzt das Licht der Liebe einzuatmen. Dehne dich so weit aus, dass in deinem Herzen eine goldene Sonne entsteht, und dehne diese goldene Sonne so weit aus, dass sie genauso groß ist, wie du bist. In diesem Moment befindest du dich in deiner Mitte. Und spürst die Energie der vollkommenen Liebe, welche jetzt zu dir strömt. Und nun, mein allerliebster Mensch, gehe mit deinen Gedanken und mit deinem Fokus in den Raum deines Geistes. Der Raum deines Geistes befindet sich in deinem Kopf. In deinem Kopf und um deinen Kopf herum, überall dort, wo deine Gedanken schwingen, befindet sich der Raum des Geistes. Und sobald du den Fokus darauf gelegt hast, werde ich, Engel Michael, die Energien reinigen. Ich werde deinen Geist von allen negativen Gedanken befreien, welche du trägst, welche dich belasten und welche nicht von dir sind. Der Geist eines Menschen ist etwas Heiliges und er ist sehr wertvoll. Und so wirke ich jetzt für dich. Ich reinige deinen Geist mit der Kraft und Macht von Excalibur zu deinem allerhöchsten Wohle. Spüre, wie die Energie dich durchfließt. Besonders um deinen Kopf herum. Denn dort, wo die Gedanken sind, die unreinen Gedanken, dort wirke ich für dich.
und so lasse geschehen, was geschieht, denn es ist ein Geschenk. Es ist die Reinigung deines Geistes, ein Geschenk von Erzengel Michael. Die Reinigung geschieht mit den Wellen der Transformation und sie nimmt all das mit, was jetzt gerade sich lösen lässt. Sie befreit dich von all dem, was belastend für dich ist und was nicht zu dir gehört. Und so beginnt nun der Raum deines Geistes in deinem Kopf und um deinen Kopf herum immer klarer zu werden. Es ist die Klarheit, welche sehr wichtig ist, denn die Klarheit richtet sich immer zielgerichtet auf das, was deine Seele für dich vorgesehen hat. Und so werden alle Strukturen entfernt, welche diese Klarheit verhindern oder trüben könnten. Für dich ist es wichtig, in Zukunft deine Gedanken zu akzeptieren und nicht gegen sie anzukämpfen. Denn sobald du aus dem Kampf herausgehst, kommt Bewegung und Freiheit zu dir. Besinne dich auf deinen guten Willen, auf das Gute in dir. Und deine klare Absicht wird sich in dir ausbilden. Und so fließt alles jetzt ab, was deinen Geist klein macht, was dich hindert, groß zu denken, was dich hindert, die Grenzenlosigkeit zu erkennen, die auch für dich vorgesehen ist. So fließt alles ab, was dich klein machen möchte, was dich unter Druck setzen möchte, was dich in deinem Leben hindert, voranzukommen. All diese negativen Sätze aus dem Kollektiv, welche automatisch ihre Strukturen in deinem Geist festlegen oder welche dich in die kollektive Angst hineinführen möchten. All dies darf sich jetzt in Liebe transformieren. Erzengel Michael wirkt für dich, befreit deinen Geist von Ängsten, von unnötigen Ängsten des Kollektivs, die dir nicht dienlich sind. Und so wird es immer freier in deinem Kopf und um ihn herum. Du spürst auch, wie deine Schultern leichter werden. Erzengel Michael wirkt in tiefer Liebe für dich. Und jede Angst, jede Illusion der Angst darf nun gehen.
Excalibur leuchtet, transformiert jede Angst. Und so nehme jetzt einen tiefen Atemzug. Denn in diesem Moment beginnen die Energien sich neu zu ordnen. Beginnt sich dein Geist neu auszurichten in der Klarheit der Liebe und des Lichtes. In diesem Moment beginnt dein komplettes System sich neu auszurichten. Dein Geist ist die Grundlage für ein harmonisches Leben, für ein Leben in Vertrauen und in Liebe. Diese Grundlage habe ich jetzt für dich geschaffen. Ich war dir behilflich, all das loszulassen, was dir das Leben schwer macht. Und so atme in einem Rhythmus, welcher dir gut tut, und spüre die Leichtigkeit, wie sie dich umgibt. Und die Klarheit, wie sie dich führen wird ab jetzt. Und so habe ich für dich in tiefer Liebe gewirkt und mit großer Freude verabschiede ich mich von dir, obwohl du mich gerne wieder besuchen darfst, um deinen Geist erneut zu reinigen. Und so trage ich die Töne von Smarana zu dir.